Lass uns mal zu Sprüche 1 gehen. Ganz schockierende Aussage, die aber dann wieder gut endet. Sprüche 1, 29. Weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben all meine Mahnung, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges und von ihren, sag ich mal, eigenen Ratschlägen sich sättigen. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen und kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Es gibt eine Vorbereitung und es gibt ein Ende der Vorbereitung und dann wird getestet, wie solide waren die Vorbereitungen. Und wenn wir die Furcht des Herrn wählen, und ich habe das getan vor weit über 20 Jahren, und seitdem ist Furcht des Herrn für mich ein ganz vorrangiges Gebetsanliegen. Und es vergeht keine Woche, wo ich nicht bete, Herr, gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Weil in der Bibel steht, dein Herz trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Da bin ich noch nicht. Von 7 Tagen kann ich nicht sagen, 7 Tage die Woche ist das wirklich. Aber von 7 Tagen 3 oder 4, ich bete das, Herr, gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Und ich verstehe, Gott muss das wirken. Das kann man sich nicht selber besorgen. Das kommt nicht durch Seminarbesuche oder Bücher lesen oder irgendwas, sondern es kommt aus der Gegenwart Gottes, dass Gott uns das selber schenkt. Ich kenne keine bessere Endzeitvorbereitung als ein Trachten nach der Furcht des Herrn. Keine bessere. Das ist mein bester Tipp. Was Besseres kann ich nicht anbieten. Wir brauchen auch nichts Besseres, wir brauchen nur das. Bevor ich da noch ein bisschen drauf eingehe, lass mich definieren, wie ich Furcht des Herrn verstehe. Und ich denke, wenn du deine Bibel schon studiert hast, dann weißt du, das hat nichts mit Angst zu tun. Wie sollte Gott gebieten, dass wir Angst haben vor ihm, wenn er gleichzeitig gebietet, wir sollen ihn lieben über alles? Wenn du jemanden liebst, hast du keine Angst vor ihm. Und wenn du vor jemandem Angst hast, dann liebst du ihn nicht. Dass Angst schließt sich und Liebe schließen sich aus. So, Gott will doch nicht, dass wir Angst haben. Durch den Heiligen Geist sagen wir, Abba, Papa, lieber Vater. Ist da Angst drin? Natürlich nicht. Das ist ein irrsinniger Gedanke. Und sogar das wird neuerdings jetzt behauptet, dass Furcht des Herrn was mit Angst zu tun hat. Halleluja. Nichts hat das mit Angst zu tun. Sondern es hat etwas zu tun mit einer Haltung, Gott zu respektieren, Gott zu ehren, ihn nicht beleidigen zu wollen, ihn nicht kränken zu wollen, ihn nicht betrüben zu wollen. Das ist die Furcht des Herrn. Oder anders ausgedrückt, die Gesinnung Jesu. Furcht des Herrn ist die Gesinnung Jesu. Was hat Jesus gesagt? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Deswegen verwende ich lieber Ehrfurcht. Alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und Paulus sagt, die Gesinnung, die in ihm war, soll in euch allen sein, also auch in mir. Und eine Gesinnung kommt nicht irgendwann zustande und auch nicht durch Handauflegung, sondern indem ich wähle. Sie haben die Furcht des Herrn nicht erwählt. Du kannst wählen, du kannst sagen, ja Mensch, also eigentlich war das bis jetzt ein Randthema. Vielleicht einige müssen sagen, das war noch nie ein Thema bei mir, in meiner Zeit mit dem Herrn, in meinem Leben mit Jesus. Du kannst wählen. Du kannst wählen, du bist frei zu wählen, du triffst Entscheidungen, nicht Umstände, nicht deine Gemeinde, nicht andere Leute, nicht irgendwer, der Teufel schon gar nicht. Du wählst, du bist frei. Und du kannst sagen, okay, Furcht des Herrn, das ist es, was ich brauche. Und dann studierst du deine Bibel. Und dann wirst du entdecken, dass das ein Thema ist, was quer durch die Bibel geht, nicht nur Altes Testament. Viele Leute, die ihre Bibel nicht kennen, denken, Furcht des Herrn ist ein alttestamentliches Thema. Dann nimm deine Konkordanz und guck unter Furcht nach oder Gottesfurcht, Furcht des Herrn, und du wirst sehen, wie viele Male das im Neuen Testament vorkommt. Durch die Furcht des Herrn kannst du deine Heiligung vollenden. In der Furcht des Herrn haben wir friedevolle, harmonische, respektvolle Beziehung, weil wir uns einander unterordnen in der Furcht des Herrn. Das ist so ein wichtiges Thema.
So, wir wählen das und dann gehen wir rein und graben und forschen. Ja, ja, wie bekommen wir das? Wie kommt die Furcht des Herrn in mein Leben? Jeremia 32, 40, da wird, das ist eine der klassischen Stellen aus dem Alten Testament, wo der neue Bund beschrieben wird. Und was ist das Wesen des neuen Bundes? Ich lege meine Furcht in ihr Herz. Das ist das Zentrum des neuen Bundes. Die Furcht Gottes in unser Herz gelegt. Gott muss es tun. Wir haben es nicht, wir können es auch nicht aus dem Rippen schneiden und dann sagt Gott, wir müssen auch nicht. Aber wir können wissen, er hat es und er wird es uns geben. Halleluja. Und dann brauchen wir nur zu sagen, okay, ich werde ihm Gelegenheit geben, mir das zu geben. Ich verbringe meine Zeit mit dem Herrn damit, dass ich ihm mein Herz bringe. Viele bringen ihre Sorgen, ihre Nöte. Das hat seinen Platz, aber das darf nicht das Zentrum sein. Du musst dein Herz bringen. Warum? Weil Gott dein Herz verändert. Durch Gnade wird das Herz gefestigt. Hebräer 13, Vers 9, übrigens Neues Testament. Das Herz wird gefestigt durch Gnade. Wohin haben wir gesehen? Psalm 112. Sein Herz ist fest. Nicht hart, nicht starr. Fest, unerschütterlich. Jesus sagt, es soll nicht hin und her geschüttelt werden. Genau das ist gemeint. Voller Zuversicht zu sein, voller Gewissheit zu sein. So, wenn Gott verheißt, ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Warum überhaupt? Damit sie nicht von mir weichen. Durch die Furcht des Herrn bleiben wir im Gehorsam. Die unausweichliche Folge von Furcht des Herrn ist Gehorsam. Und das ist doch, ich meine, besser geht's doch nicht. Ja, unser Problem war Ungehorsam. Jetzt sind wir errettet. Und Gott sagt, komm zu mir und ich wirke in dir Gehorsam. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich mache aus euch solche Menschen, die mein Gebot wandeln, meine Satzung halten und danach tun. Das heißt sogar, Gehorsam ist ein Geschenk. Aber ich muss es wissen und ich muss es abholen. Und das ist, wie ich meine Zeit mit dem Herrn verstehe. Ich komme vor Gott, ich komme in die Gegenwart Gottes. Ich bete ihn an, so gut ich das kann. Und ich bringe ihm mein Herz und sage, hier ist mein Herz. Jetzt kannst du weiterarbeiten, wo du gestern aufgehört hast. Arbeite an meinem Herzen. Du hast gesagt, du legst deine Furcht in mein Herz. Ich habe verstanden, dass ich das brauche, dass ich das will. Hier bin ich und ich bete ihn an als den, der in mir wirkt, der in mir arbeitet. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten aufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Achtung, wie macht er das? Indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Geht's noch besser? Das ist doch nicht mehr zu toppen. Er wirkt in mir, was ich brauche, um ihn zu erfreuen. Oh, Halleluja, das ist der neue Bund. Ja, ja, und was mache ich mit meinem Versagen? Das bekenne ich, empfange Vergebung, empfange Reinigung und stehe wieder rein vor Gott und gehe weiter. Aber es gibt mehr als nur laufen, hinfallen, aufstehen, gereinigt werden, weitergehen. Es gibt mehr, es gibt ein Herz, das in Gottes Bahnen immer fester läuft, immer beständiger wird, immer fester wird. Er wirkt in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Er schafft in dir Gehorsam, er schafft in dir Liebe zur Reinheit, Liebe zur Heiligkeit, Liebe zur Gradlinigkeit, Liebe zur Treue. Er wirkt das alles in dir, alles, was ihm wohlgefällig ist, was du nicht hast, er wirkt es in dir. Oh, Halleluja. Kann es noch was Besseres geben? Deswegen heißt es die gute Botschaft, die frohmachende Botschaft, weil er nicht sagt, ich bin heilig und du musst auch heilig sein. Wie du es machst, verrate ich dir nicht, sieh zu, aber sei heilig. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Kommt zu mir und ich wirke in euch Heiligkeit. Halleluja. Das ist Gnade. Das ist der neue Bund.
Und so werden wir fest, so wird unser Herz fest. Und wir werden gegründet in der Furcht des Herrn. Durch Gnade wird das Herz gefestigt. Ist das eine gute Botschaft? Und es erwartet von uns nichts anderes als Fleiß. Das ernst zu nehmen und jeden Tag zu kommen und zu sagen, das brauche ich und hier bin ich. Und mir ist vollkommen egal, wie tief du in irgendwelchen Sünden gebunden bist, welche Ketten dich binden und was da irgendwie alles schiefläuft und was nicht funktioniert in deinem Leben, zwanghafter Zorn oder eben diese unreine Lust und Pornozeugs und so etwas. Mir ist vollkommen egal, wie tief du drin bist. Das ist die Antwort. Das ist die Lösung. Das ist der Weg zur Freiheit. Gott zu erlauben, uns ein neues Herz zu geben, einen neuen Geschmack zu geben, Freude zu haben an seinen Geboten und mit ihm übereinzustimmen und ihm zu vertrauen und ihm Gelegenheit zu geben, in uns sein Werk zu tun. Halleluja. Und das ist unser Programm. Bis es hier richtig dicke kommt. Jetzt üben wir, jetzt sind wir in Vorbereitung. Jetzt lernen wir, Gott Raum zu geben in uns und sein Werk zu tun. Ein Herz, das ihn fürchtet, das nicht mehr eingeschüchtert wird, das nicht von Sorge sich verzehrt und schlaflose Nächte irgendwie erleiden muss, sondern wir können ruhig schlafen und wir können ihm vertrauen, weil wir wissen, er sorgt für uns. Das ist der kostbarste Segen, den man in dieser Krise, von der die Bibel redet, dass sie kommen wird, über diesen Planeten braucht. Nicht ein großes Bankkonto oder eine dicke Villa mit Mauern drum und oben drauf Scharfschützen oder irgendwas, sondern ein Herz, das Gott vertraut, ein Herz, das ihn fürchtet, ein Herz, das ihm wirklich vertrauen kann, inmitten von schlimmen Umständen. Und viele werden danach schreien. Und würden erkennen, sie haben ihre Jahre verplempert und vertan mit unnützen Zeugs. Aber wir sind klug. Wir hören das Wort und wir sagen, okay, ich habe es verstanden. Die Zeit, die ich jetzt habe, ich ändere meine Prioritäten. Ich wähle die Furcht des Herrn und ich lebe ein Leben, das Gott Gelegenheit gibt, in mir das zu wirken.